Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier im Schiff der Tantalus-Bande, also das Luftschiff der Theatergruppe. Genauer gesagt im Maschinenraum, denn wir sind auf der Flucht vor Hauptmann Steiner. Und wir haben im letzten Part zum Schluss noch eine Phönixdaune und eine Phönixfeder gefunden. Und wir machen jetzt einfach frisch fröhlich weiter. Hast du noch was zu sagen, meine Hübsche? Lass uns in das Zimmer zur Linken flüchten. Ich glaube, das schaut sicher aus. Oh, verdammt. Stehen geblieben, auf der Stelle. Prinzessin, Steiner wird euch retten. Verzagt nicht. Prinzessin Garnett, seid unbesorgt. So ist es recht. Zum ersten Mal seit Gründung der Pluto-Truppe gelungene Zusammenarbeit. Weiter so, Soldat. Prinzessin, alles wird gut. Mit Verlaub entführen wir euch jetzt, wenn's recht ist. Bitte was? Wer bist du, Komiker, überhaupt? Von nun an passen wir auf die Prinzessin auf. Ich hoffe, dass wir was beim Herrn Steiner hier stibitzen können. Aber der ist, glaube ich, gar nicht mehr so schwach. Schauen wir gleich. Du elender Schurke. Tatsächlich. Mal schauen, ob er ein Haar wie nichts ist. Nein, Lederhut. Oha. Kommt's, Bursche. Werd's fertig. Boah, Sina ist schlecht. Schlecht beieinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoffentlich liegt er nicht eins aufs Maul. Seidenhut. Wie viel Zeug hat der noch? Bitteschön. Ein habe ich, das passt, sind wir schon fertig. Das heißt, Attacke. Auf die Gosch. So. Ich fürchte, ja, das habe ich schon befürchtet gehabt, der braucht jetzt eine Phönixfeder. Würde ich sagen, du greifst an. Und blank, mein Guter, du rettest bitte Sina. Einmal die Königsfeder auf Sina bitte. Du könntest eigentlich gleich eine Portion nachschmeißen. Ja, das schaut schon besser aus. Na bitte. Dann habt ihr gleich mal gesehen, wie man da Leute wiederbelebt und sie heilen tut. Oh. Na, wenn das so. Yeah! Na boom! Oh! Verdammter Mist! Was sind das denn für Viecher? Panik! Panik! Das halt, was? Los, das ist unsere Gelegenheit! Heute Abend endlich werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinzen und somit auch über sein Land. Wir haben ihn. Wir haben einen verdächtigen Mann festgenommen. Na, wenn das mal nicht Markus ist. Aber wie sehr du auch Cornelia lieben magst, und egal wie sehr Cornelia dich lieben mag, einem Kerl aus so niedrigem Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Wenn diese Glocke zum dritten Mal läutet, dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. So ein Mist. Was sollen wir tun? Das ist eine Sackgasse. Verdammt, wir sitzen in der Falle. Zitane, Lift Nummer 2, Zephix. Okay, Garnett.
Hier entlang. Das hast du dir wohl so gedacht, was? Einfach mal erwatschen gehen, alter Schwede. Noch einmal. Prinzessin? An alle! Spielt einfach weiter! Hä? Wo bin ich hier nur? Cornelia! Dein geliebter Markus. Markus? Ja, das ist es. Hihi, Theater war schon immer ein kleines Steckenpferd von mir. Na prima, dann spielen wir erstmal eine Weile so weiter. Königin Brane sieht bestimmt auch zu. Jawohl. Markus, ich habe dich ja so vermisst. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite... Ach, falsche Tonlage, Entschuldigung. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Na, König Lear, wie schaut's aus? Gebt den beiden eine Chance. Ausgeschlossen. Du möchtest nie wieder von ihm getrennt sein? Das ist ausgeschlossen. Absolut. Ausgeschlossen. Cornelia wird Prinz Schneider hier heiraten. Prinz Schneider? Ich und die Prinzessin? Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle töten. Ah, ah. Mami, die sind zu stark, nix wie weg. Cornelia, sei brav und kehre mit mir zum Schloss zurück. Nein, ich will nicht. Cornelia, hör auf, deinem Vater immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du denn nicht, dass diese Heirat nur zu deinem Besten ist? Das lasse ich nicht zu, König Lear. Es wird Zeit, endlich abzurechnen. Für die Rache meiner Eltern und für meine geliebte Cornelia. Möge mein Schwert von nun an sprechen. Oh. Warum? Markus, bitte vergib mir. Aber er ist mein Vater. Prinzessin Cornelia. Vater, verzeih, dass ich so umgezogen war. Aber bitte, zeige Güte und vergib, Markus. Das darf nicht sein. So werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimme nie mehr hören. Und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührung nie mehr spüren. Wenn dem so ist, dann möchte auch ich nicht mehr leben. Boah, Markus! Nein! Oh nein! Wie schrecklich! Was für ein schönes Theaterstück dieses Jahr! Oh! Oh! Da wackelt gleich alles bei mir. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Boah. Mal nebenbei bemerkt, wo steckt eigentlich Garnett? Oh! Mächtig gutes Stück. Wirklich schön. Siehste, hat sich doch gelohnt, extra über die Dächer bis hierher zu kommen, oder? Hä? Ah, so ein Mist schnell weg. Wow. Hier geblieben, stehen bleiben. Wow. Aua. Idiot, steh auf. Stehen geblieben. Ja, ja. Bitte vergib deinem Vater. Prinzessin, oh nein, ist du. Es tut mir leid. Ah, hier geblieben. Stehen geblieben. Bengel, bleib stehen. Kommt mir nicht näher. Ah, ja. Ah,
Ich brenne! Hilfe! Zidane, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Tja, das ist dann wohl das Ende der Theatergruppe Tantalus. Garnett, wir hauen ab. Sofort. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Jetzt lebt die wieder? Steiner, bitte, lasst mich einfach nur in Ruhe. Hauptmann, wie lautet euer Befehl? Erstmal alle festnehmen. Ein Sturkopf wie immer. Lass die Pfeife und komm endlich. Okay. Prinzessin. Hey, Kleiner, bist du in Ordnung? Ja, ich glaub schon. Mhm. Bin nur ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich muss dich dann wohl K.O. schlagen, Prinzessin, dass du wieder mitkommst, ne? Immer diese Gewalt. Unfassbar. So, mal schauen, ob wir da wieder was spitzen können. Hurra. So, rufen, wen können wir denn rufen? Achso, das kannst du. Achso, ja, ja. Natürlich, da sehen wir bereits die ersten Bestie. Garnett ist nämlich ein Charakter, der Bestia beschwören kann. Das sind Monster, die für uns kämpfen, sozusagen. Aber die kann sie leider noch nicht einsetzen, weil sie noch gar nicht so viele MP besitzt. Also Magiepunkte, ne? Das heißt, da müssen wir mal kurz raus und wir tun nur auf heilen. Ich glaube, heilen kann sie. Ja, Vita. Alter! Hö, ich wollte gerade heilen. Du Würstel. Dann halt Markus. Ist ja ungut. Okay, eine Phönixfeder, der arme Wien. Und dann machen wir gleich Angriff auf den Haken. Erwache, Wien. Okay, kriegen wir noch eins aufs Maul. Ach, Vaterlandsliebe. Das ist überbewertet. So, wow. Okay, heilige Magie. Vita. Unbedingt auf Vivi. Dann schwarze Magie. Feuer. Mhm. Auf Weimar. Dann Angriff. Ganz klar. Und nochmal Angriff. Feuer. Bam. 104 Schaden. Boah, gar nicht mal so wenig. Ich habe noch eine Verabredung. Tschüss. Ich würde sagen, Angriff. Bam. Okay, ich hätte heilen sollen, nicht Depp. Bam. Schwarze Magie, Feuer. Feuer ist gut. Das machen wir auch auf Angriff und das auch nicht auf Baby überlebt. Wie kann das sein? Oh, die sind viel zu stark für mich. Wir sind fertig, Zipix. Gut. Hier ist alles klar, Chef. Sehr gut. Voller Schub voraus. Roger, alles klar, Chef. Auf geht's. Das war knapp. Ja, sicher. Was ist das jetzt? Oh. Steiner, ist eh klar. Na Fisch, dann würde ich sagen, gesund sind noch alle, dann tun wir mal alle auf Angriff stellen.
Wir müssen zuerst, glaube ich, den Dings. Achso, na, Bastelsteiner. Wir müssen den schnell besiegen. Dreh dich um, Alter. Hinter dir. Ha? Ja! Auf Falle drehen. Auf Falle, genau. Auf Falle weg, Spike, rein. Steiner, bitte. Hinter euch. Größer werden. Supi. Schönes Monstrum. Ich würde mal... Nein, kein Bräuner. Geht so gut. Na los, lass dich besiegen, alter Mann. So. Kommt doch endlich zur Vernunft, Prinzessin. Ein Bomber und so, alter Mann. Ich bin nicht alt, du Rotzbengel. Mann, der Bomber geht gleich hoch und so, ne? Ah, jetzt ist vorbei. Noch größer werden. Ach du Heilige! Wow! Bitte tu mir nichts! Autsch! Stürzen ab, Zephix. Oh, das gibt eine Bruchladung. Großartig. Oh. Gar nicht gut. Diese kleine Göre. Boah, bin ich sauer. Ich hielt sie bisher nur für ein unbedarftes kleines Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Zom. So. Wie sieht es aus? Sind Sie schon einsatzbereit? Bereit für den Einsatz? Kampfeinsatz, sage ich. Und Prinzessin Garnett, machen wir den Gar aus, sage ich. Wer hat was von Töten gesagt, ihr Schwachköpfe? Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her. Idioten. Oh. Oh, oh, mein Schädel. Oh, ich lebe noch, glaube ich. Mal schauen. Oh, Kacke. Himmelbrane und Wolkenbruch. Hat's dich erwischt, Sina? Na, bei mir ist alles klar. Aber prima wisst ihr es, Hitzefix. Jetzt beginnt's erst so richtig spaßig zu werden, dass wir auch ausgerechnet im verwunschenen Wald abstürzen mussten. Hm. Aus dem vermaledeiten Wald ist noch keiner wieder lebendig rausgekommen, ne? Chef. Wir haben hier ein Problem. Unten ist Feuer ausgebrochen und es breitet sich ruckzuck aus. Keine Panik. In der Botanik überlegt euch lieber, wie wir das Feuer löschen können. Und vergesst nicht, die Verletzten rauszutransportieren. Schon klar, Chef. Bring unsere gesamte Beute nach draußen.
Waffen, Items, alles, was noch zu gebrauchen ist. Wenn die alle in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nicht mal mit den Füßen voran. Ratschatzifix. Lalila, dann gehen wir's an. Alter Schwede. Löscht endlich das verflixte Feuer, Zefix. Alunga bringe ich das ganze Zeug nie und nimmer raus. Zefix. Oh, was tut ihr denn alle, Zefix? Wollt ihr alles, das alles verkühlt oder was? Zefix. Wir suchen Prinzessin Garnett, yep. Wir können sie nirgends finden, yep. Vielleicht ist sie beim Absturz unter Schiff geraten, yep. Nicht nur die Prinzessin fort, sondern jetzt ist sie auch noch blott wie ein Flunter. Zefix. Dafür hängen wir alle. Zefix. Du tust also doch nur leben, Zitane. Du legst dich nieder. Vom fliegenden Theaterschiff springen, Zefix. Von wegen abgesprungen, Alter. Ich wurde beim Absturz hinausgeschleudert. Was ist mit den anderen? Da macht ihr mir keine Sorgen. Unkraut vergeht eben nicht, Zefix. Aber wenn wir die Prinzessin nicht finden, werden wir garantiert am Galgen baumeln, Zefix. Aktiv-Time-Events. Ein ATE-Kubo. Steht für Aktiv-Time-Event. So kannst du die Geschehnisse, die andersorts stattfinden, miterleben. Mit 1, okay. Wenn links unten auf dem Bildschirm ATE eingeblendet wird, 1 drücken, Kubo. Egal wo du dich befindest, wird ATE eingeblendet. Erstmal schauen, was andersorts vor sich geht, Kubo. Drück doch gleich mal 1. Event wähl, Waldtyrann. Dann schauen wir mal nach. Uwa! Au! Bist du in Ordnung? Kommt es immer noch näher? Oh oh! Hilfe! Na prima! Super! Das ist die aussichtsloseste Situation seit der Gründung von Tantalus, Zefix. Ja, schaut dir fast so aus. Geht's euch Burschen gut? Oh, oh, pass doch auf, du Trottel. Ich bin verletzt. Sieht man fast gar nicht. Und der da? Lebt er noch? Oh, der Steuermann hat wohl seinen Führerschein bei der Tombola gewonnen, oder wie? Sieh nur, meine Arme zimpel, komplett im Arsch. Entschuldigung, wieder mal Durchzugsstraße. Ja. Gut. Die hatten wir. Ich glaube, partmäßig können wir wieder beenden eigentlich. Hier und da kriegen wir dann eh wieder ein bisschen mehr Überlänge zusammen. Ich glaube, das passt schon so. Das heißt, wir tun einmal brav speichern. Moku, moku, moku. Moku, moku. Speicherplatz 1. Ding, ding. Ich würde sagen, ich mache da ein. Sicherheitshalber für den Fall, dass was passieren tut. Fertig. Supi. Und raus da. Danke. Bis zum nächsten Mal. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.